Hallo ihr lieben Leute, hier ist Lutz Fellwig. Ich bin Chorleiter und Lehrer an der Düsseldorfer Musikhochschule. Ich wollte euch heute eigentlich ein Video schicken zum Thema musikalische Wahrnehmung, aber dieses Thema scheint mir doch recht komplex zu sein. Deswegen dachte ich, dass ich mich zunächst mal konzentriere auf einen Teilaspekt. Und dieser Teilaspekt ist immer noch kompliziert genug. Der Jazzpädagoge Frank Sikora, ein lieber Kollege aus der Stuttgarter Musikhochschule, hat ja vor einigen Jahren mal eine Jazzharmonielehre geschrieben. Und dort gibt es ein wunderschönes Kapitel, allerdings mit einem etwas eigenartigen Titel. Der Titel heißt »Das Grauen hat einen Namen«. Wer Musik studiert, weiß wahrscheinlich sofort, welches Unterrichtsfach er damit meint. Es ist das Unterrichtsfach Gehörbildung. Ich hoffe, ihr werdet nach dem Anschauen dieses Videos ein bisschen entspannter mit diesem Begriff Gehörbildung umgehen. Und vor allem möchte ich am Ende dieses Videos euch auch ein paar Beispiele zeigen, ein paar Übungen, die ihr dann machen könnt. Diese Übungen sind dann im zweiten Video auch noch etwas ausführlicher erklärt. Ich hoffe außerdem, dass nach dem Anschauen des Videos nachvollziehbar wird, warum die von mir vorgeschlagenen Übungen sinnvoll sein können. Letztlich geht es aber darum, sich der Prozesse bewusst zu werden, bei denen es bei der musikalischen Wahrnehmung, also sprich in dem Fall auch bei der Gehörbildung geht. Ein sehr kluger Hörforscher des 19. Jahrhunderts hat diese Erkenntnisprozesse, die er selbst erfahren hat, mal sehr eindrücklich beschrieben. Und da muss ich das jetzt ablesen von meinem Manuskript. Zitat: Man muss diese Klangfolgen samt und sonders mit seinen eigenen Ohren prüfen und die Ton- und Klangvorstellungen durchdenken. Durch gewissenhafte Selbstbeobachtung während des Denkens können dann die Gesetzmäßigkeiten gefunden werden. Es kommt darauf an, auf die logischen Gesetze des Musikhörens und Musikdenkens hinzuweisen. Der gute Mann hieß Hugo Riemann und im Manuskript zu meinem heutigen Video kann das alles nochmal nachgelesen werden. Aber genug mit diesen philosophischen Überlegungen. Ich möchte jetzt mal zum praktischen Teil kommen, nämlich zu dem Singen einer kleinen Melodie. Es handelt sich um eine sehr, sehr banale Melodie und meine geschätzten Kollegen mögen diese Banalität der Melodie bitte entschuldigen, aber an diese Melodie kann man einiges aufzeigen. Ich singe sie einfach mal vor. La 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 la. Johann Sebastian Bach hat übrigens diese kleine Melodie in einem seiner kleinen Präludien und Fugen als Startmelodie benutzt. Und ich denke, ihr werdet beim Nachsingen dieser kleinen Melodie überhaupt keine Schwierigkeiten haben. La 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 la. Wenn die Bettleute tanzen, wird eigentlich wahrgenommen als zwei kleine Gedächtnisinhalte. Das heißt, es wird nicht so wahrgenommen, wie es in der Musik steht. Es wird nicht wahrgenommen als eine Folge von 18 einzelnen Noten. Schauen wir auf ein ähnliches Phänomen in der Sprache. Ich nehme ein beliebiges Wort. Nehmen wir das Wort Fieberthermometer. Dieses wird nicht als eine Folge von 17 Buchstaben wahrgenommen, sondern auch als ein einzelnes Wort, welches uns ein Bild vermittelt von diesem Gegenstand. Die Wahrnehmungspsychologie spricht in dem Falle von den sogenannten Chunks. Man könnte auch sagen, es ist eine Gestalt. Und diese Gestalt ist natürlich mehr als die Addition der einzelnen Elemente. Das heißt, eine Gestalt, eine Melodie ist nicht einfach nur die Addition von 14 Noten. Und das Wort Fieberthermometer ist nicht nur einfach eine Addition der 17 Buchstaben, sondern es wird im Gehirn ganz anders als ein einziger Gedächtnis
Inhalt wahrgenommen, der dann natürlich auch schnell memoriert werden kann. Zu dem eben gesungenen Lied möchte ich euch jetzt noch einen kleinen Tanz vorstellen. Und zwar einen Tanz, der insgesamt aus 14 Schritten besteht. Und diese Schritte gehen einmal nach vorne, einmal nach hinten. Es sind einmal kleine Schritte, einmal große Schritte. Und an einer Stelle gibt es sogar eine Wiederholung der Schritte, also so auf der Stelle. Genau gesagt, ist es zweimal, sehe ich gerade. Und da das Ganze so kompliziert ist, muss ich das auch wieder ablesen. Also, stellen uns vor, wir gehen erst einen kleinen Schritt zurück, dann wieder einen kleinen Schritt nach vorn, einen großen Schritt nach vorn, dann noch einen großen Schritt nach vorn, einen kleinen Schritt nach vorn, einen großen Schritt nach vorn, dann zwei Schritte auf der Stelle, einen großen Schritt nach vorn, einen großen Schritt zurück, einen großen Schritt zurück, einen kleinen Schritt zurück, dann einen großen Schritt zurück, nochmal einen großen Schritt zurück und zwei Schritte auf der Stelle. Das waren insgesamt jetzt 14 einzelne Vorgänge und niemand hat es wohl geschafft, das in dem Kurzzeitgedächtnis abzuspeichern. Und wie schon gesagt, ich habe mir das auch nicht merken können, sondern ich muss es ja auch alles ablesen. Entschuldigt bitte, dass ich euch mit dieser kleinen Aufgabe jetzt total überfordert habe. Aber das war eigentlich das Ziel, zu erkennen, dass man sich so viele einzelne Elemente gar nicht merken kann. Bei Wikipedia gibt es zu diesem Thema einen speziellen Artikel. Das ist der Artikel zu dem sogenannten Millerschen Zahl. Das heißt, hier wird die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses beschrieben. Und die liegt natürlich weit unter 14 einzelnen Elementen. Und wenn Sie jetzt die Folge von kleinen und großen Schritten ausführen würden, würden Sie auch merken, dass Sie diese Folge von asymmetrischen Schrittfolgen gar nicht als besonders harmonisch empfinden würden. Ich würde das eher als eine Stolperschrittfolge bezeichnen. Und wenn man sich vorstellt, man würde diese Stolperschritte mal bei einem Spaziergang im Wald machen, dann ist es völlig klar, das ist purer Stress. Hatten Sie tatsächlich beim Singen der Melodie auch das gleiche Gefühl dieser Stolperschritte? Und hatten Sie auch das Gefühl der Überforderung bei der Länge dieses Beispiels? Oder man könnte auch sagen, wie sieht das aus mit der Folge von halben und ganzen Schritten? Musiktheoretiker würde sagen, selbstverständlich, Tonleitern sind Folgen von halben und ganzen Schritten und es gibt verschiedene Tonleitern, die Dur-Tonleitern und die Moll-Tonleitern und das sind jeweils asymmetrische Folgen von ganzen und halben Tonschritten. Allerdings stellt sich die Frage, ob wir das auch so empfinden. Das heißt, diese Stolperschritte, einmal halb, einmal ganz, nochmal ganz, einmal halb und so weiter, dieses Durcheinander von halben und ganzen Schritten, empfinden wir das wirklich als so unharmonisch, wie das zunächst die Theoretiker uns sagen. Ich glaube, niemand empfindet eine Tonleiter als einen Stolperschritt von sieben einzelnen Schritten. Und niemand würde auf diese Weise über die Straße gehen mit einer asymmetrischen Folge von ganzen und halben Schritten. Vielmehr wird in der Wahrnehmung das Singen einer Tonleiter als sehr viel harmonischer empfunden als die dabei vorgestellte Bewegung der Schritte. Es gibt noch einen anderen Aspekt, denn den Schlusston einer Melodie empfindet man ja immer als Ruhepunkt und viele Kollegen, Musiktheoretiker-Kollegen bezeichnen diesen Schlusston mit der Silbe Do. Und jetzt kommt es, dass nämlich die gleichen Kollegen einen Grundton, das heißt den Schlusston, den Tonika-Grundton,
einer anderen Melodie gar nicht mehr als Do bezeichnen, sondern als La. So, dann fragt man sich, was ist dafür die Begründung? Und man stellt fest, aha, die Begründung ist die, dass es also jetzt verschiedene Stolperschrittgefühle gibt bei der Dur-Tonleiter und andere Stolperschrittgefühle bei der Moll-Tonleiter. Und ich frage mich, ob das tatsächlich eine realistische Einschätzung dieses Wahrnehmungsprozesses ist. Ich glaube eher nicht. Die Hörempfindung bei dem Wahrnehmungsprozess ist etwas ganz anders als zum Beispiel das Spielen aus Saiteninstrumenten. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir würden eine Tonleiter auf einer einzigen Gitarrenseite spielen. In dem Falle müssten wir immer den Wechsel der Ganztonschritte und der Halbtonschritte bewusst greifen. Aber bei der Wahrnehmung ist das gar nicht mehr zu spüren, dass dieser Unterschied besteht. Jetzt wird man fragen, gibt es irgendwelche Begründungen für diese sehr eigenartigen Phänomene der musikalischen Wahrnehmung? Und leider muss man sagen, dass heutzutage noch nicht alle Phänomene der musikalischen Wahrnehmung, die im Gehirn stattfinden, bekannt sind. Allerdings glaube ich, dass man diese Begründung musikpsychologischer Art gar nicht braucht oder der Gehirnprozesse gar nicht braucht, denn ich glaube, ich konnte sie und euch ausführlich darüber informieren und überzeugen, warum das alles so ist. So, dies Ganze sind natürlich alles kluge Erkenntnisse, aber man fragt sich natürlich, was können wir mit diesen Erkenntnissen anfangen? Es scheint so zu sein, dass die Wahrnehmungspsychologie, speziell die Gestaltpsychologie, Erkenntnisse liefert, die für das Fach Gehörbildung von grundlegendem Interesse sind. Schauen wir uns nochmal das Wortfieberthermometer an. Wenn Kinder lesen lernen, dann lässt sich dieses Wort nicht in wenigen Wochen lernen. Kinder müssen in dem Alter erstmal an die 1000 oder noch mehr einfache Worte lesen und lernen. Und dann entstehen einzelne Wortgruppen und einzelne Elemente, einzelne Gestalten von Worten, die dann im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Nach einer sehr, sehr langen Zeit des Übens entsteht dann ein sehr großer Vorrat an unterschiedlichen Gestalten und ein Gefühl für die zum Teil sehr komplexen Gestaltungen, zum Beispiel bei dem Wortfieberthermometer. Das Wort wird nach dem Erwerb entsprechender Lesekompetenzen dann nicht mehr als Folge von 17 Buchstaben verstanden, die man sowohl vorwärts als auch rückwärts lesen könnte, sondern als ein Chunk, als eine einzelne Gestalt. Die meisten Menschen sind sich dieser Prozesse bei der auditiven Wahrnehmung nicht bewusst. Auch den meisten Musikern ist leider nicht bewusst, dass sie während des Musizierens und während des Musiklesens und ich denke auch beim Musikhören letztlich immer in Gestalten denken. Jetzt gibt es aber leider ein kleines Problem. Diese musikalischen Gestalten haben weder ein konkretes Zeichen, was man benutzen kann, noch gibt es dafür konkrete Begriffe. Da kann man vielleicht mal absehen von dem Begriff Tonleiter. Da weiß jeder sofort, welche Gestalt damit gemeint ist. Aber sobald dann die Tonbeziehungen komplexer werden, zum Beispiel wie bei dem eingangs gesungenen Lied, muss man schon etwas länger ausholen, um die Gestalt zu beschreiben. Aber wir haben nicht ein einfaches Zeichen, welches sofort klar deutlich macht, welche Gestalt gemeint ist. Bei dem Fieberthermometer haben wir das natürlich auch nicht. Allerdings haben wir ein Bild dieses Fieberthermometers. Und dieses Bild gibt ja das Ganze an
Und es muss auch nicht in der Form zerteilt werden in einzelne Buchstaben. Aber dieses haben wir eben bei allem, was klingt, nicht. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert mit den rhythmischen Patterns. Rhythmische Pattern werden ja von den Profimusikern niemals als einzelne Notenwerte gelesen, sondern immer als Gruppen gedacht, Notengruppen. Wenn wir uns zum Beispiel die Folge vorstellen, eine Achtel und zwei Sechzehntel, dann werden diese nicht als drei einzelne Notenwerte, sondern als einzelne Gruppe wahrgenommen. Und eigentlich gibt es in der antiken Verslehre dafür ja dann auch einen Namen, in der antiken Metriklehre. Und dieser spezielle Rhythmus heißt dann Daktylus. Allerdings haben wir kein musikalisches Zeichen, was mit einem einzigen Zeichen diesen Rhythmus darstellen kann, sondern wir brauchen dazu immer drei einzelne Elemente, also sprich drei Notenwerte. Das ist ja bei der Sprache etwas anders, denn bei der Sprache gibt es zunächst einmal Buchstaben, die zu einem Wort zusammengefügt werden, aber dieses Wort bezeichnet ja etwas. Beispielsweise, es bezeichnet das Bild eines Fieberthermometers, und das Fieberthermometer ist als Bild ein Ganzes und muss nicht zerstückelt werden in einzelne Teile. Als Bild ist es sofort nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Dieses Bild gibt es natürlich von akustischen Vorgängen nicht in der vergleichbaren Weise. Die Lesekompetenzen von Noten und der damit verbundenen inneren Tonvorstellung ist ja letztlich ein Phänomen der Gestaltpsychologie. Und diese gibt eigentlich mit sehr klaren Anweisungen vor, welche Wege man beim Lernen gehen muss. Erforderlich ist ein großer Vorrat eines sogenannten Wortschatzes. Also ein Wortschatz, das sind ja letztlich einzelne Chunks oder die große Fülle von einzelnen Chunks. Und diese müssen halt im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Also einen großen Wortschatz von rhythmischen und melodischen Patterns. Übrigens, für melodische Pattern gibt es in letzter Zeit auch einzelne Begriffe, teilweise sehr unkonventionell, wie zum Beispiel in dem Kompendium Improvisation von Schwenkreis. Der spricht beispielsweise von dem Frère-Jacques-Motiv. Da, 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 und denkt das als eine Einheit. Und selbstverständlich kann man das Frère-Jacques-Motiv auch rückwärts hören und lesen, oder man kann es als Umkehrung verstehen. So gibt es dann von diesem Urmotiv Frère-Jacques letztlich schon vier Gestaltungen, die zum Beispiel in der Diminutionspraxis der Improvisation durchaus angewendet werden. Und dass diese Bezeichnungen nun ausgerechnet von den improvisierenden Musikern kommt, ist sicher auch kein Zufall. So, kehren wir wieder zurück zur Gehörbildung. Und wir wollen nach einer Methode suchen, wie man am sinnvollsten Gehörbildung lernen kann. Und da helfen uns eigentlich die Lernmethoden, die beim Lesen und Schreiben im Kindesalter Erfolg haben. Denn dieses Modell des Lernens beim Lesen und Schreiben kann als analoges Modell auch für die Gehörbildung und das musikalische Lernen dienen. Mit anderen Worten, erst wenn viele einzelne tausende Melodie-Patterns im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind und auch zahlreiche Rhythmen, kann man davon sprechen, dass hier eine Kompetenz der Gehörbildung vorhanden ist. Und am besten wird diese Kompetenz erworben durch sehr, sehr viel Singen, durch sehr, sehr viel Lesen natürlich von Musik und letztlich natürlich auch durch das Aufschreiben dieser kleinen Melodien, also quasi multisensorisch. Zum Lernen müssen diese Pattern nicht besonders lang sein, denn es reichen eigentlich nur kurze Melodiewendungen, die halt das Wesentliche enthalten.
Und längere Patterns erzeugen doch normalerweise auch einen Stress. Und ein Stress ist eigentlich der große Feind des Lernens, insbesondere auch in der Gehörbildung. Jetzt muss man aber zugeben, dass das Lernen dieser Patterns nicht innerhalb von wenigen Wochen geschehen kann. Bei Erwachsenen zeigt sich, dass das Training leider erst nach einigen Jahren wirklich einen Erfolg zeigt. Man muss das einfach akzeptieren. Es ist einfach nicht in einer kürzeren Zeit zu schaffen. Und der berühmte Spruch, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden, ist hier wirklich mal wieder eine sehr richtige Erkenntnis. So, ich möchte also jetzt ganz kurz zunächst einmal das Buch von Bernhard Seekles vorstellen. Bernhard Seekles, der Titel heißt Musikdiktat, ein etwas hässliches Wort, aber egal. Das Buch enthält insgesamt 900 viertaktige Melodien und diese sind zum Lernen von Gehörbildung sehr zu empfehlen. Man sollte sich eine tägliche Übung von 15 bis 20 Minuten vornehmen und sollte in dieser Zeit diese Melodien, vielleicht nimmt man sich dann mal 10 Melodien vor, alle vom Blatt singen. Man sollte diese Melodien jeweils einzeln auswendig lernen und nach dem Memorieren sofort aufschreiben und am liebsten in einer anderen Tonart aufschreiben. Wie gesagt, jede Lerneinheit hätte dann 10 kleine Melodien, viertaktig, und das ist, glaube ich, in 15 bis 20 Minuten zu schaffen. Wenn man den ganzen Seekles durcharbeitet, denke ich, sind das dann insgesamt etwa 80 Übereinheiten. Und diese Übereinheiten, bei diesen Übereinheiten kann man natürlich auch Abschnitte weglassen, wenn man merkt, dass man das alles sehr gut beherrscht. Ich würde empfehlen, mit dem dritten Abschnitt von Seekles anzufangen. Und wer das nicht schafft, wer nicht schafft, mit dem dritten Abschnitt anzufangen, dem empfehle ich einführende Übungen, die also jetzt zunächst mal nur mit 3 verschiedenen Tönen arbeiten. Und wer das Prinzip dann versteht, der hat sich gut orientiert. Und wie denn diese Übungen mit Seekles ganz genau funktionieren, würde ich gerne in einem zweiten Video zeigen. Ganz zum Schluss möchte ich noch hinweisen auf die schon erwähnten Wikipedia-Artikel, denn hier finden sich wirklich viele weitere Informationen zu diesem Thema, zu dem Thema Chunks, zu dem Thema Gestalttheorie. Und wer sich dafür interessiert, für die Aspekte der Musikpsychologie oder der Gehör- und Gestaltpsychologie, dem sei das herzlich empfohlen. Also der erste Wikipedia-Artikel heißt Gestaltpsychologie und der zweite Wikipedia-Artikel heißt Millersche Zahl. Also das basiert auf einem Aufsatz von George Miller, den er 1956 geschrieben hat, übrigens der meistzitierteste Artikel der Psychologie. Und jetzt möchte ich doch zum Schluss noch ganz kurz erklären, was Sie hinter mir sehen. Es handelt sich um ein großes Plakat mit einer Arbeit von Rainer Wehinger. Der Rainer Wehinger hat vor vielen Jahren eine sogenannte Hörpartitur geschrieben zu Ligetis Komposition Artikulation. Es handelt sich hierbei um eine elektronische Komposition und da man die elektronische Musik ja nicht in Noten aufschreiben kann, hat sich Rainer Wehinger Methoden überlegt, das Ganze mit grafischen Zeichen, mit Farben und Ähnlichem aufzuschreiben. Ich finde, das ist ihm ganz gut gelungen. Er benutzt dann eine Zeitschiene, wo das Ganze sozusagen sekundenweise dargestellt wird. Und das kleine Beispiel zeigt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, alle Aspekte, die wir bei der Musik wahrnehmen, in optische Zeichen umzuwandeln. Okay, das vielleicht nur als kleine Inspiration. Das ist natürlich jenseits der
Gehörbildung im engeren Sinne noch viele, viele weitere Aspekte zur musikalischen Wahrnehmung gibt. Okay, damit kann man sich dann sein ganzes Leben beschäftigen. Aber heute zunächst mal, ciao.